Wir haben hier zum ersten Mal im zentralen Ruhrgebiet 6 prominente außerschulische Lernorte miteinander vernetzt. Und wir haben hier in diesem Feriencamp halt uns 2 Schwerpunkte herausgesucht, nämlich die Schwerpunkte Licht und Erde. Zu Licht gehören das Planetarium, die Sternwarte und das Strommuseum. Und zum Schwerpunkt Erde das Bergbaumuseum, der Tierpark und das LWL-Museum für Archäologie. Ja, wir graben gerade ein paar Relikte aus, damit wir dann sehen, wie man da so arbeitet. Sehr sorgfältig sogar. Ist auch sehr anstrengend, aber es ist, macht schon Spaß. Also bisher lässt es sich auf Mittelalter schließen, weil wir haben mittlerweile schon ein goldverziertes Schwert gefunden. Knochen auch, Becher, so Pfannen, so eine Art. Oder Topf, kann man auch sagen dazu. Man muss auch darauf achten, dass man die Dinge nicht verschiebt. Wenn man die dann verschiebt, dann weiß man gar nicht mehr, was für ein Zusammenhang da ist. Und dann kann man auch gar nicht mehr sagen, wozu die genau gehören. Wir hier im Archäologiemuseum haben natürlich naturwissenschaftlich auch einiges zu bieten. Denn ich selber bezeichne immer die Archäologie als eine Art Schnittmenge aus der Biologie und auch aus der Geschichte. Und diese Schnittmenge erforschen wir heute. Und wie der Titel schon verrät, alte Knochen neu besprochen, stehen bei uns im Mittelpunkt in den nächsten 5 Stunden eben Knochen. Das ist das Umspannwerk in Recklinghausen. Das ist jetzt ein Museum und kein Umspannwerk mehr. Es ist eine Ausstellung mit ziemlich vielen elektrischen Gegenständen. Wir waren erstmal oben von diesem Museum. Da war so ein Kinoraum, aber etwas altmodisch. Und wir haben dann so gelernt, wie es von Anfang an mit der Kerze anfing und am Ende mit der Glühbirne, also am Ende gibt es ja diese Energiesparlampen, aber mit der Glühbirne geendet hat. Und hier haben wir auch solche sogenannte Plasmakugeln. Da sieht man ja die Blitze, wenn man sie berührt. In den Kugeln ist ein Edelgas, das heißt Argon. Und das macht diese ganzen Blitze sichtbar. Und die gehen halt zu den Händen, wenn man die Kugel berührt. In diesem ZTI-Feriencamp vernetzen wir auch zum ersten Mal in besonderer Weise 3 ZTI-Netzwerke des zentralen Ruhrgebiets. Das ist das IST Bochum, das MINT Regio in Mahl-Recklinghausen und das ZTI-Netzwerk in Herne, die hier gemeinsam organisatorisch tätig geworden sind. Also es nehmen ja auch außerschulische Lernorte von allen 3 Orten teil, nämlich aus Herne, Recklinghausen und aus Bochum. Wir haben erstmal den anderen Gruppen unsere Ergebnisse präsentiert, was wir alles in den verschiedenen Tagen gelernt haben. Und das halten wir auch für ganz wichtig, weil die Teilnehmer auch lernen sollen, sozusagen das, was sie selber erlernt haben, auch anderen mitzuteilen. Und sie können auch dabei selber nochmal reflektieren und überlegen, was habe ich da eigentlich genau gemacht. Also insofern ist auch eine Präsentation immer ein Stück weit ein Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Und auch darum geht es uns ja schließlich im Bereich der Berufs- und Studienorientierung. Und danach sind wir dann in die Quizphasen übergegangen. Dort haben wir dann unser Wissen zur Schau gestellt praktisch und in Wettbewerbsform dann halt nach Punkten gejagt in verschiedenen Quizshows. Und der Wettbewerb, der ist natürlich ein absolutes Muss, weil hier alle Teilnehmer immer sehr aufblühen und da ihren Kampfgeist entdecken. Insgesamt fand ich es sehr toll, sehr schön, schöne Ideen. Was man mit uns macht, war auf jeden Fall sehr spannend. Man konnte überall mitarbeiten. Das Highlight für mich war heute das Buzzern, weil man muss richtig schnell sein und man hat eine kurze Überlegungsdauer. Ja, das fand ich richtig cool. Also die Woche war super. In den Häusern hatte man wirklich sehr viele Informationen sammeln können. Die Betreuung war auch wirklich super. Hat alles super viel Spaß gemacht. Und die anderen Gruppenmitglieder, mit denen konnte man halt immer Spaß haben. Man hatte immer was zum Lachen. Die waren alle super nett, also war wirklich super toll. Man kann das an einem Merkmal wirklich hervorragend ablesen, nämlich daran, dass schon sofort die Rückfragen kommen, wann ist das nächste Mal, ich habe diesmal Licht gemacht, wann ist Erde, wie bekomme ich Bescheid, informiert ihr uns wieder. Daran sieht man also, wie viel Spaß es den Jugendlichen jetzt hier gemacht hat.